Friends und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich hoffe natürlich, dass es euch allen gut geht. Auf jeden Fall können wir bitte mal appreciaten, wie cool mein Intro geworden ist. Also ganz ehrlich, ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, wie mein Intro bis jetzt ist, weil ich muss noch den Sound drüber machen, beziehungsweise die Hintergrundmusik. Das mache ich erst später. Aber ich gehe davon aus, dass es cool war. Auf jeden Fall. An dem Morgen bin ich einfach um 5 Uhr aufgewacht. Fragt mich nicht, wie ich das geschafft habe. Ich weiß, früher habe ich ziemlich viele Vlogs gedreht, wo ich immer um 5 Uhr aufgewacht bin, weil das war irgendwie meine Routine, ja? Aber es ist mittlerweile nicht mehr so. Ich stehe immer viel zu spät auf. Deswegen war ich richtig stolz darauf, dass ich heute um 5 Uhr aufgewacht bin. Deswegen dachte ich, oh mein Gott, ich muss dazu ein YouTube-Video drehen wie früher. Und Leute, ich weiß selber, dass das mein 1000. Morgen-Routinen-Video ist. Es tut mir selber leid, okay? Ich versuch mal irgendwas anderes zu machen, aber ich mag diese Videos einfach so unfassbar gern. Und ich habe das Gefühl, ihr auch, aber schreibt es mir gerne in den Kommentare. Nervt das langsam? Ich kann auch andere Videos drehen. Ich mache das, was euch gefällt. Auf jeden Fall bin ich an dem Morgen aufgewacht und wie man sehen kann, bin ich als allererstes ins Bad gegangen. Ich habe meine Haare aufgemacht, weil ich drehe sie ja immer in der Nacht ein. Genau. Und dann habe ich eigentlich auch schon mein Gesicht gewaschen. Das sieht jetzt gleich in der nächsten Szene so aus, als wäre ich nackt, aber war ich nicht. Okay, ich hatte so ein Handtuch um mich drum, das hat man nur nicht gesehen. Ich wasche nämlich immer auch jeden Morgen meine Haut, beziehungsweise dusche halt mit kaltem Wasser. Das hilft mir nämlich persönlich relativ viel. Und dann habe ich meine Kontaktlinsen eingesetzt und auch mit Skincare angefangen. Dieses Produkt habe ich aus Korea, das soll irgendwie gegen unreine Haut sein und so. Ich habe zwar keine richtige unreine Haut, aber ich habe so Mitesser an der Nase, deswegen dachte ich, kann ich das vielleicht mal verwenden. Es ist nur ein bisschen komisch aufzutragen, weil die Hälfte immer auf dem Boden tropft, aber das ignorieren wir einfach mal. Und dann habe ich noch meine anderen Creme und Serien verwendet. Hier sieht man, wie ich mich umgezogen habe. Ich habe später auch nochmal TikToks gedreht. Das habe ich irgendwie nur nicht mitgefilmt, warum auch immer. Genau, es ist nur relativ kalt in meinem Zimmer morgens, weil ich über die Nacht die Heizung ausmache, weil ich sonst Probleme bekomme mit dem Atmen. Deswegen mache ich zwar morgens wieder meine Heizung an, aber trotzdem ist es dann noch kalt in meinem Zimmer. Und Leute, ich bin so obsessed mit meinen Haaren. Die sind so schön geworden. Ich liebe diese Locken einfach, ne? Das dauert nur eine Sekunde, die aufzumachen und sie sehen einfach jeden Morgen so perfekt aus. Also ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Direkt nach diesen Sachen bin ich dann eigentlich auch schon runtergegangen in die Küche. Ich bin immer die Erste, die aufwacht in unserem Haushalt, deswegen ist da zum Glück niemand. Ich habe auf jeden Fall meinen Kaffee gemacht und den habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt. Und wir judgen bitte nicht, wie ich den trinke. Für jeder, der Kaffee mag, es tut mir leid, ich weiß, das kann man eigentlich nicht mehr wirklich als Kaffee bezeichnen, weil ich eigentlich einfach 9/10 Milch habe und nur 1/10 Kaffee. Ich mache auch immer ganz viele Eiswürfel rein, weil ich könnte Kaffee niemals heiß trinken. Ich weiß nicht, das fühlt sich für mich richtig weird an. Und ich habe eine Laktoseintoleranz, deswegen muss ich immer Sojamilch verwenden. Natürlich könnte ich auch laktosefreie Milch einfach nehmen. Aber das Ding ist, ich habe gehört, dass Kuhmilch sowieso nicht so gut für den Körper sein soll. Deswegen finde ich das tatsächlich besser. Und können wir jetzt bitte mal kurz diesen Moment appreciaten, wo ich den Kaffee da reingekippt habe? Ich finde, das sieht immer so ästhetisch und schön aus. Danach habe ich auch direkt die Küche wieder aufgeräumt, weil sonst würde meine Mom ausrasten und das möchten wir nicht. Ich habe das Ganze noch gut durchgemixt und dann noch den Deckel drauf gemacht. Diesen Becher habe ich tatsächlich von Starbucks, wie man sehr unschwer erkennen kann. Er hat einfach nur 2 Euro gekostet oder so. Eigentlich ist das so ein Refill-Becher, womit man halt immer zu Starbucks geht, damit man günstiger die Getränke bekommt und damit es halt einfach besser für die Umwelt ist. Aber ich benutze ihn auch immer zu Hause. Ich gehe nie zu Starbucks. Immer wenn ich ein YouTube-Video drehe, denke ich, muss auch extra sein, deswegen habe ich diese Eyepatches verwendet. Die sehen eigentlich so komisch aus, ne? Leute, was zum Teufel ist das? Warum sieht das so aus? Aber ist auch total egal. Ich fand die auf jeden Fall richtig cool. Ob die wirklich was gebracht haben, ich weiß es nicht. Und normalerweise würde ich morgens eigentlich auch keine Eyepatches verwenden. Ich meine, gibt es wirklich Leute, die sich denken, oh mein Gott, ich will jetzt unbedingt Eyepatches verwenden? Also, keine Ahnung, vielleicht gibt es auch diese Leute, weil sonst würde man ja nicht Eyepatches verkaufen. Ich werd schon wieder viel zu ethisch. Es interessiert niemanden. Während diesen Eyepatches eingewirkt haben, habe ich dann auch mein Bett gemacht. Ich finde, das sieht immer sehr lustig aus, wenn ich diesen Schnellmodus reinmache, weil ich mich dann so komisch bewege. Aber ich finde es satisfying zu sehen, wie mein Bett gemacht wird. Nur leider muss ich das immer selber machen und nicht irgendeine andere Person, weil dann fände ich es cooler.
Ich habe dann auch schon mit meinem Make-up angefangen und ich weiß, Leute, ich zeige euch mein Make-up echt oft, aber ihr müsst euch das jetzt einfach nochmal anschauen, weil ich sonst nicht genug Videomaterial für dieses Vlog habe, okay? Ich wollte es sogar eigentlich kürzen, aber dann dachte ich mir so, hä, wenn das Video nur 6 Minuten lang ist, dann kann ich es auch einfach gleich lassen und TikTok dazu posten oder so, dann muss es nicht auf YouTube. Ich weiß nicht, was ich mir dabei dachte, diese Sonnencreme so aufzutragen, aber ich fand, ich sah sehr süß aus und das ist doch die Hauptsache, solange es mich glücklich macht. Als allererstes habe ich wieder meinen Primer aufgetragen. Ich finde, der riecht eigentlich so unfassbar komisch, aber ich mag ihn trotzdem richtig gern. Der ist nun leider jetzt leer und ich muss jetzt einfach einen neuen kaufen. Das hat mich richtig traurig gemacht. Genau. Auf meinen Wimpern benutze ich tatsächlich auch immer einen Primer. Also das ist einfach dieses Augenbrauengel von Essence, aber das funktioniert relativ gut. Also danach, meine Mascara verklumpt nie oder so. Und dann habe ich halt eine Foundation bzw. eine BB-Cream drauf gemacht. Eine Foundation und BB-Cream, da ist ein großer Unterschied. Vergesst das nicht. Also eine BB-Cream ist, glaube ich, sehr viel leichter und hat nicht so eine hohe Deckkraft. Und dann habe ich noch Concealer an diesen Stellen da drauf gemacht, wo ihr es hier seht. Ich kann es nicht beschreiben, okay? Ich schaut euch einfach das Video an. Nachdem ich immer einen viel zu hellen Concealer drauf gemacht habe, sehe ich sehr blass aus. Deswegen muss ich dann ganz viel Bronzer wieder drauf packen. Und darüber habe ich dann nochmal Blush gemacht. Oh, das habe ich wohl erst später gezeigt, tut mir leid. Ich habe auf jeden Fall erstmal meine Nase konturiert. Dafür verwende ich auch immer denselben Bronzer einfach. Und auf meine Augenlider gebe ich auch immer ein bisschen was. Meine Augenbrauen mache ich eigentlich nie, weil immer, wenn ich sie versuche nachzuzeichnen, werden sie zu stark, weil ich eigentlich schon relativ viele Augenbrauen habe. Deswegen habe ich sie einfach einmal durchgekämmt und so mache ich immer meine Wimpern. Muss man nicht wirklich verstehen, aber wenn ich halt nicht dieses Blatt davor mache, dann geht immer alles auf meine Augenlider und das regt mich so auf, deswegen. Weil ich habe da vorher Bronzer da gemacht, so ein bisschen Lidschatten und es wäre dann halt alles wieder weg, wenn ich das wegmachen müsste. Ah, okay, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich viel zu viel Blush drauf geklatscht habe. Ich mache immer ein bisschen zu viel extra drauf, weil ich weiß nicht, der verschwindet irgendwie über den Tag richtig schnell. Besonders, wenn ich diesen Highlighter drauf mache, dann ist die Hälfte gefühlt schon wieder ab. Wahrscheinlich mache ich einfach nur irgendwas falsch. Falls ihr irgendwelche Tipps für mich habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich versuche sie mir auch immer alle durchzulesen. Boah, Leute, ich muss euch eigentlich noch eine richtig lustige Sache erzählen. Und zwar, als ich dieses Video zum allerersten Mal geschnitten habe, hat sich einfach die Hälfte weggelöscht gehabt. Aber immer nur so zwischendrin irgendwelche Szenen, ne? Weil ich irgendwelche Probleme hatte mit den Videodateien, welche auf der Cloud gespeichert waren. Muss man jetzt nicht verstehen. Auf jeden Fall musste ich dieses Video einfach 2-3 Mal schneiden. Und es ist so kurz, ja? Aber es hat so lange gedauert zu schneiden. Also bitte gib mir einen Daumen nach oben, damit es nicht so viel Pain für mich ist. Ups, jetzt habe ich schon wieder vergessen, irgendwelche Sachen zu erklären. Ich mache hier gerade auf jeden Fall meine Lippen. Keine Ahnung, warum ich das unbedingt so komisch mitfilmen musste. Ich merke gerade, ich habe das Video auch einfach komplett schlecht geschnitten. Ich glaube, ich war einfach richtig müde, als ich das gemacht habe. Und nach dem dritten Mal, wo ich das Ganze geschnitten habe, hatte ich auch keine Lust mehr. Und dann habe ich es einfach wischiwaschi gemacht. Mein Voiceover darauf ist jetzt auch nicht das Beste. Aber wisst ihr was, Leute? Schaut euch einfach meine anderen YouTube-Videos an. Die sind eigentlich besser geworden. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das hier gerade hochlade. So sah mein Make-up dann auf jeden Fall am Ende aus und dann habe ich auch schon etwas angezogen. An dem Tag war es richtig kalt, deswegen musste ich halt diesen Unterziehsachen anziehen. Ich habe vergessen, wie man sie nennt. Thermosachen? Irgendjemand in meinen Kommentaren hat es mir mal erklärt gehabt. Ich habe es nur leider wieder vergessen. Tut mir leid an die Person. Ich kann mir so schlecht Sachen merken. Auf jeden Fall habe ich darüber dann diese Hose angezogen. Ich finde es richtig cool, weil die hat so ein Band drin. Die ist auch von Bershka, glaube ich. Und dadurch kann man das an der Taille enger ziehen. Und dann passt mir die Sache auch endlich mal, weil Hosen passt mir gefühlt nie. Darüber habe ich dann nochmal einen fetten Pullover angezogen. Ah, und falls ihr euch fragt, warum ich mich zweimal umgezogen habe, weil davor habe ich ja eine Jogginghose angezogen. Mit der Jogginghose und dem Oberteil hatte ich ein Video gedreht gehabt, so ein Tanzvideo. Und damit gehe ich aber in die Schule, weil ich würde niemals mit einer Jogginghose in die Schule gehen. Okay, das ist komplett gelogen. Ich bin schon so oft mit Jogginghose in die Schule gegangen. Aber ich versuche es zu vermeiden, weil ich will ja einen guten Eindruck an die Lehrer haben. Deswegen versuche ich halt immer ordentliche Sachen anzuziehen. Und dann habe ich meine Haare geflechtet. Ey, und Leute, mir fällt gerade ein, ich bin an dem Tag mit meinen Freundinnen nach der Schule Schlitten fahren gegangen. Das war so lustig. Hä, ich habe das einfach komplett vergessen gerade. Ey, das war so ein schöner Tag. Ey, wirklich. Wenn ich jetzt nur gerade daran denke, ich kriege wieder so gute Laune. Und bei dieser Frisur hatte ich so Probleme. Die eine Seite habe ich richtig schnell hinbekommen, also beim ersten Versuch direkt. Aber die andere Seite, ich musste mehrmals anfangen zu flechten, damit es einigermaßen so aussieht wie auf der anderen Seite. Aber am Ende habe ich es dann doch hinbekommen und ich hatte sogar noch relativ viel Zeit übrig. Normalerweise sehen meine Frisuren immer nur von vorne gut aus und von hinten nicht, aber das sah eigentlich voll in Ordnung aus, finde ich. Und dann habe ich noch schnell meine Zähne geputzt. Zu dem Zeitpunkt war ich leider schon viel zu spät, deswegen habe ich es, glaube ich, nicht mehr geschafft, ein richtiges Outro zu drehen.
Ich hoffe auf jeden Fall, dieses Video hat euch gefallen. Ich würde mich super über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr mich abonnieren würdet. Und Leute, ich sehe das, ob ihr mir einen Daumen nach oben gibt oder nicht, okay? So viele von euch vergessen das immer. Wenn euch das Video gefällt, dann zeigt es mir doch, damit ich sehe, ob es euch gefällt oder nicht, weil sonst kann ich das halt schlecht entscheiden. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hab euch lieb. Ciao!